Und hallo und herzlich willkommen, willkommen zu einer weiteren Folge The Witcher Wild Hunt. Und jetzt, ja, gehen wir mal zu dem Ältesten, der jetzt wieder da vorne rauskommt. So. Hallo. Sei gegrüßt. Was willst du? Sula und Bokkai, hast du die gekannt? Sie müssen in diesem Dorf gelebt haben. Gute Götter, das weißt du? Ist das Hexerei? Die sind beide verschwunden, einfach so. Wir haben sie seit einer Woche nicht mehr gesehen. Ich fand das Grab des Mädchens und einen Brief. Es ist klar, dass sie Bokkai zurückgewiesen hat, weil sie einen anderen liebte. Sula und Ontan, ja. Wir dachten, sie wären nach Norden geflohen, um glücklich zu werden. Bokkai ist auch zu dieser Zeit verschwunden. Soll das heißen, dass unsere Sula die Erscheinung ist? Das kann doch nicht sein. Die war so ein gutes Mädchen und so hübsch. Weißt du, wo sie sich getroffen haben? Na, genau weiß ich es nicht, aber die Jungen treffen sich meistens auf der Lichtung hinter den Feldern westlich des Dorfs. Sula, gütige Götter. So. Diesen Fluch kann ich nicht brechen. Ich muss die Erscheinung vertreiben. Wenn ich sie eine Weile lang an einen Ort binden kann, habe ich eine Chance. Alles klar, lieber Geralt. Dann werden wir jetzt da mal hingehen. Und ja. Wie viel haben wir denn? 7 Uhr morgens. Ich würde jetzt lieber gerne nochmal meditieren. Wir spielen übrigens auf der PlayStation 4, wie man vielleicht erkennen könnte. Theoretisch die. So. Vielleicht schreibe ich das noch mit in den Titel rein oder so. Gucken wir mal. Sehen wir dann. So. Essen haben wir, Honig haben wir. Achso, wir hätten direkt mal, wenn wir schon. Dann hätten wir ja auch schon bis Mitternacht schlafen können. Weil das ja eine Mitternachtserscheinung ist, wie ihr wisst. Ja, oder so. Halt um bis 1 Uhr ist auch egal. Und sehen wir jetzt, was für ein schönes Sanfmehl, ja. Sehr gut. Moment. Ne, warte. Moment, ja, Moment, Frau Hanna aus den. Muss die blöde Kuh immer im Blick haben. Da darf sie nicht aus den Augen verlieren. Auch wenn es ein Geist ist. Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, Geralt. Müssen die erstmal ein bisschen auf Distanz halten, weil ich muss mich gerade wieder heilen. Oh, die macht das genau wieder. Mal wieder Schutzschild aktivieren.
Sie ist eingefroren. Hat sich hinter uns teleportiert. Geduld und Spucke kriegt man die. Endlich haben wir sie. Yeses. Wir sind zwar besoffen, aber wir haben sie geschafft. Alles klar. Hol dir die Belohnung ab. Geile Sache. Die Hanna aus den Wäldern und noch viele andere Sachen. So, jetzt müssen wir erstmal gerade gucken, was wir da bekommen haben. Das Schwert. Ist das Schwert besser? Ja, das Schwert ist leider besser. So. Was hat man denn auf dem anderen drauf? Rüstung, Angriff und Chance zu einerfrieren. Ja, das hört sich so an, wie ich mir das gedacht habe. Adrenalingewinn. Betäuben. Das ist aber das Stahlschwert, ne? Chance zu verbrennen. Chance zu verbrennen. Nochmal gerne noch eine. Chance einzufrieren. Alles klar. Also entweder frieren sie ein oder gehen kaputt. Warte, wir wollten ja auch was ablegen, ne? Jetzt mal den Knüppel da weglegen. Guck mal, ist sie hier besser? Ja. Hat nichts genützt. Gut. Das ist ja schon mal was wert. 300 Floren. Da müssen wir aber mal wieder was zulegen. Obwohl man nie so viel kaufen. Jetzt haben wir mal die Hälfte weg. Hat nichts genutzt. Gut, dann kann man ja jetzt weitergehen. Wieder zurückgehen, meine ich. Und können uns mal die Belohnung holen. Vielleicht, ich weiß es ja nicht. Manche, wie ich ja schon, glaube ich, letzte Folge erwähnt habe, gibt natürlich auch welche, die total matschig in die Birne sind. Weißt du? Und sagen dann. Schmieren dich dann aus, wenn du was falsch machst oder nicht nach ihrem Fasson. Und wir haben 2 Uhr morgens, ja. Ist egal, ob er schläft jetzt. Wo ist er denn? Es klingt einfach. Überhaupt nicht. Er steht da noch um 2 Uhr nachts. Hallo. Sei gegrüßt. Was willst du? Ich habe mich um Hanna aus den Wäldern ich habe Hanna aus den Wäldern besiegt. So. Jetzt haben wir dabei. Hanna aus den Wäldern ist fort. Ich habe sie besiegt. Puh. Und sie kommt auch nicht wieder? Nein. Ich weiß, wie man Nachterscheinungen endgültig los wird. Ja, natürlich. Deine Belohnung, wie vereinbart. Vielen Dank dir, Meister Hexer. Leb wohl. Gut. Haben wir die auch abgeschlossen? Zur vollsten Zufriedenheit. Hoffe ich doch.
So, und jetzt gucken wir nochmal, was wir noch so machen können. Weil in dieser Aufnahmesession werden wir nicht zum Baron gehen. Nein, nein, nein. weil eben ist so. Weil dann die Geschichte ja weitergeht und dann hier noch weiter sich aufzuhalten, wäre ja dann irgendwie... Oh, es nieselt. Ja, habe ich auch schon gemerkt. Jetzt haben wir Hannah aus den Wäldern endlich besiegt, obwohl wir jetzt zwei oder dreimal gegen sie gekämpft haben. Wir waren Level 9 oder so, ne? Irgendwie so in dem Dreh. Wo wir das erste Mal gegen die gekämpft haben, gut, ich habe mit Level... Oder mit Level... Weil ich bin mich nicht mehr ganz so sicher. Ich glaube Level 8 oder so. Keine Angst. Zwischen 8 und 9. Es wird schon ein bisschen erleichtern, wenn man... Ja? Ach so. Wenn man das auf dem Computer aufnehmen könnte. Los, meine Lieben! An die Arbeit! Tötet, wenn ihr die Götter liebt! Ich glaube, die schaffen wir so. Da hinten ist wieder einer mit Pfeilen unterwegs. Ja, Ähmchen hier. So geht das. Ja, jetzt haben wir die Städte befreit. Das können wir leider nicht als Bild nehmen. Ich hoffe, der Ring ist gleich vorbei. Hoffen geht. Ja. Gerald, danke für alles. Deswegen doch nicht. Aber wir die immer direkt wissen, wie wir heißen. Ich bin ein vielbeschäftigter Mann. Hoffen ist reisig zu holen. Wie die immer direkt wissen, wie wir heißen. Das ist immer das Kuriose. Jetzt können wir uns wieder nicht bewegen. Guck mal, was der Händler uns da verkaufen kann. Es tröpfelt. Echt? Hätte ich jetzt nicht gedacht. Das ist schon eine sehr wichtige Information. Ne? Wo man sich denkt, ja, wenn uns das jetzt nicht erzählt hätte, also dann... Ja, das wäre... Also, ja. Das wäre halt... ja, ne, also... Es tröpfelt. Ja, das ist mir bekannt, liebe Junge. Das hast du vor 50 Sekunden oder weiß ich wann schon mal gesagt. Ja, ja, komm. Behalt den Krempel. Ich weiß doch, also... Ach, hier, die Hühnerbeine. Ja, klar, das nehmen wir mit. Wo sind... Achso, da war der Händler. Irgendwo da. Kaufmann, Händler. Egal. Nee. Doch, wir nehmen das mal alles auf. Komm. Ja, liebe Jungen, ist mir bewusst. So. Hallo. Was? Zeigen wir mal deine Waren. Zeigst du mir, was du im Angebot hast? Oder so. Wie viel Geld hat der liebe Junge denn? Wir gucken. Was haben wir denn da? Reines Silber? Nö, das kriegt er nicht. Hat er sonst aber noch sonst was, was wir ihm verkaufen können? Nee. Wie lang immer die Liste ist, wenn man da hochscrollt. Das weiß man, das merkt man alles gar nicht. Ehrlich gesagt. Komm, wir verkaufen hier ihm die Lumpen. Was hat die da? Die müssen wir irgendwie behalten und wegverlagern.
Bei einem Schmied würde man mehr bekommen, bei einem Waffenschmied, aber... Das kann er uns nicht abkaufen, das kann er uns auch nicht abkaufen. Nö. Ja. Gut, sind wir ja fast losgeworden, ne? Bis dann. Bis dann. Naja, wir hätten noch mal gucken können, was er noch hat, ne? Das, was? Ja. Ich weiß. Zeigst du mir, was du im Angebot hast? Wir hätten mal gucken können, was er da hat, ne? Außer unserer Sache. Da kann man schon mal ein so Dinge reinmachen. Was will er denn dafür haben? 100 und... Nehmen wir mit. Die wir eben hatten. Die nehmen wir auch mit. Das Schema nehmen wir mit. Und die Reparatur. Ja, alle kommen. Was nehmen wir denn noch? Sonst glaube ich nichts, was wir noch brauchen könnten. Nee. Bis dann. Bis dann. So, jetzt nehmen wir uns die Sachen noch an. Und verkaufen ihm dann die alten Sachen. Ist ja klar. Also, hätte was anderes von mir erwartet? Nein. Ja, nicht. Zieh mal an. Und zieh mal an. So. Ja, was? Ja. Zeigst du mir, was du im Angebot hast? So, ach so, ja, ich wollte nicht dem seine Sachen verkaufen, sondern kaufen oder ja, dem seine Sachen kaufen, meine wollte ich verkaufen. So. Bis dann. Jetzt aber endgültig. Bis dann. So, was können wir denn als nächstes machen? Lore mal addens ob der Karte, was man da so finden könne. Ich weiß, heutzutage gibt's keine Dialekte mehr. Dann lacht man sich nur drüber kaputt. Versteht's aber nicht. Ja, ich bin fies, ich weiß. Hey, hey! Hey, hey, ja. Der Mann aus Nilfgaard. Ja, das ist die wichtigste Information in dem ganzen Spiel. Es tröpfnet, es regnet, es stürmt. Es ist kalt, es ist warm, was? Achso. Banditenlager. Kannibal, alles klar. Wie, ich bin ein Schwanz. Ja, ich weiß, dass ich einen Schwanz habe, also. Das müsst ihr mir nicht nochmal sagen. Kannibal, die müssen wir direkt mal abschlachten. Und dann natürlich auch gucken, was die an Essen dabei haben. Da ist noch einer irgendwo in dem Gebälk. Ja, komm. Du verfluchter Bastard! Du verfluchter Bastard! Naja, ist schon klar. Den Knüppel kannst du behalten, den will ich nicht. Der verstopft nur die Tasche wieder. Wieso hatten Kannibale Geld? Ja. Mal wieder überlastet. Nein. Ja. Wieso hatten Kannibale Geld? Das ist schon eine wichtige Information, die ich gerne wüsste. Was haben wir denn da alle aufgenommen? Gucken wir mal. Gucken wir mal. Ist viel besser da die eine Rüstung, da die bunte Rüstung. Ja. Die hat wenigstens noch einen Sockel. Gucken wir mal. Ja. Der hat wenigstens noch so eine etwas Eisenplatte da. Jo, was kann man da machen? Das Schutzschild wäre nicht verkehrt, ne? Kann man machen, ja. Da haben wir ein stärkeres Schutzschild durch diese
die Runensteine da. Nee. Dann wieder auf der Karte. Wir machen hier die Karte leer. Weißt du? So bin ich, ne? Wir können auch noch die anderen Quests machen, die hier rundherum sind. Wir haben noch einiges zu tun, also könnt jetzt nicht sagen. Also wir können jetzt nicht sagen, dass wir hier nichts zu tun haben. So. Weg damit. Wie schwer die war. Naja, okay. Weg mit dem Dreck. Braucht man nicht, nicht? Das waren noch nicht alle Banditen gewesen. Kannibalen, Entschuldigung. So viel darf ich ja schon mal sagen. Ich hoffe, ihr verdenkt mir das. Ja, ja. Ihr seid doch noch nicht gerne reingegangen. Ja, sowas mache ich mit Kannibalen. Ich schlachte sie ab. Ja, komm. Verlier deinen Kopf, Jung. Guck mal, was die mit den Leuten gemacht haben. Von hinten schwer den Rücken der Frau. Die kann der Geralt nicht so sein lassen. Nee, das geht nicht. Eine kleine Glufe, ein kleiner Runstein. Löchen. Kann man brauchen. Der Bezwinger. Oh. Ja, sind wir wieder überfüllt. Wegen Überfüllung geschlossen, oder was? Ich gucke mal, was wir hier schon abstauben können, ne? Ein paar Kronen, ne? Noch ein paar Kronen. Was haben wir hier? Die haben auch noch Krone dabei, natürlich. Wieder Kannibale. Kann man ja nichts. Darf man nichts gegen sagen, ne? Den Knüppel kannst du behalten. So, was kann man denn hier noch gucken? Guckst du hier? Haben wir noch ein paar Kronen? So, wunderbar. So, ich glaube, das war es, ne? Na, hier haben wir noch was. Gucken wir mal, ein bisschen Wasche. Ja, wunderbar. Jo. Gucken wir mal. Sturm. Ein Sturm. Ach, der Geralt. Unser Wetterexperte. Ich habe denn da für schöne Schwertchen bekommen. Mal gucken, was ich da kann. Da kann gar nichts. Ich habe schön viel Wert und kann man nicht wegschmeißen. Das kann man nicht machen, ne? Das ist ja, so, ne? Weißt du Bescheid? So, hier kommst du her, guckst du runter, ja, komm, dahin. Genau, so muss ich machen. So, hier weg damit. So, hier. Lassen wir mal drei da, das reicht. So, das ist wunderbar. Dann können wir jetzt wieder rennen, ne? So, jetzt höre ich aber auf damit. Was? Ach, noch ein Kannibalsche. Was machst du denn hier? Haben wir dich vergessen? Das geht aber gar nicht, oder? Der arme Junge hat sich vernachlässigt gefühlt, ne? Ja, ja, schon, so. Weiß er Bescheid. So, ist mir egal. Jo, jetzt gehen wir mal dahin. Da sind auch noch ein paar. Was machen wir denn jetzt für Geräusche? Komm. Okay. Oh, Jesus. Haben wir noch das Schutzschild? Ja, ja, ich geb dir auch gleich einen Kopfstoß. Schlitz. Die sind zwar schon Level. Ich bin nicht in mir. Ja, ja. Genau wie ihr Menschen knabbert, ne? Ja, es ist schon bekannt, dass ich einen Lümmel habe. So. Haben wir dich auch gemacht, ne? So, dann gucken wir mal, was der hat. Der hat ein bisschen Fistech dabei. Da kann er sich ein bisschen ins nächste Jahrtausend mitbeamen oder so. Was haben die immer eine Krone dabei oder zwei? Falls sie mal Salz kaufen müssen, oder was? Falls derjenige mal nicht so schmeckt, wie er sollte, oder was?
Was ist mit dir los? Wo warst du denn? Hallo. So, wunderschön. Haben wir jetzt? So. Hier nehmen wir noch die Krone weg. Nee. Und hier noch. Versteckt sich immer einer. So, hier, hallo. Ich bin's. Ottmar Zitlau. Müssen wir eine größere Tasche bekommen. Das geht nicht so weiter. Jo, jetzt. Ja, ne. Jo. Jo. Wunderbar. Was haben wir hier? Ein bisschen Wasser, ein bisschen Rad. Ja, nicht, ne? Das Alkohol müssen wir. Den Alkohol müssen wir leider auch mitnehmen hier in dem Spiel, weil der zum Tränkebrauen da ist. Ne? Ja, dann müssen wir jetzt leider erstmal die Folge beenden. Dann wünsche ich euch jetzt erstmal viel Spaß mit dieser Folge. Bedanke mich fürs Zusehen ein bisschen. Und bis zum nächsten Mal. Wünscht euch euer Dragon Soul. Ciao.